Jetzt heißt es gleich, ich erschrecke mich gleich. Passt auf, Leute, passt auf. Noch mehr Eisen, geil. Ich baue das ja noch ab. Komm, ich baue das jetzt ab. Doch, haben wir ein bisschen Eisen gefunden. Also, was mich ja am meisten stört, sind Skelette, aber noch schlimmer sind ja. Am allerschlimmsten sind ja diese scheiß Creeper. Ich sag immer noch scheiß, aber. Das wird sich schon. Geil. Das wird sich schon auch wieder bessern. Oh nein, unsere Fackeln sind leer. Mist. Unsere Fackeln. Oh. Das sind zu wenige Fackeln. So, komm, ich mach mal eben so. So, und dann ab und weiter in die Höhle rein. Da ist noch ordentlich Kohle. Soll ich die schon mal mitnehmen oder soll ich erstmal hier ausleuchten ein bisschen? Creeper! Komm her! Komm her, mein Freund! Du alter Sack! Sorry für den Ausdruck gerade, aber. Du kills mich! Du haust hier mal schön ab. Ach, guck mal, haben wir schon wieder mehr Schwarzpulver. Dann kann ich. Weißt du, das sind dann immer so lange Gänge. Ja, da liegen noch Experience Points. Ich hab's gesehen. Ich will die Kohle aber mitnehmen. Die brauchen wir ja auch nun wirklich. Ich glaube, ich stelle irgendwo. Ich baue hier gleich mal so eine kleine Basis rein und da werden wir dann. Da werden wir dann auch in das Bett reinstellen, wo ich dann auch pennen kann, hoffentlich. Ich denke immer, da kommt gleich ein Viech wieder um die Ecke. Also der Creeper, ne? Der konnte uns schon mal nichts antun. Das Scheißviech. Die Nachbarn mit den Türen. Die Nachbarn müssen ja auch denken. Das sind sie, ne? So, dann würde ich hier nämlich eine Tür reinbauen. Ich glaube, das mache ich schon mal. Dann kann ich hier erstmal craften. Wie? Bitte jetzt kein Skelett um die Ecke kommen. Scheiße. Wo ist denn das? Na, egal. So, ich mach das mal eben so. Nicht, weil ich Angst habe vor Viechern, bevor da wieder jemand denkt. Ich möchte einfach mal eine kleine Basis, so sage ich mal, sag ich jetzt mal, bauen. Ist, glaube ich, wirklich ein bisschen schlauer, ein bisschen klüger. 1, 2, 3, 4, 5. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier nicht mitten in der Höhle rauskommen. Und ich hoffe mal, dass wir hier pennen können, weil ich habe ja Viecher. 1, 2, 3, 4, 5. So. Oh Mann, das ist ja blöd. Ich weiß nicht, ob die Spitzhacke jetzt reicht. Ach, können wir wieder viel ausbauen. Ey, ich wollte eigentlich eine Höhlenerkundung machen, aber ich hoffe, ihr versteht das, dass ich mich ja auch erstmal. Dass ich erstmal so eine Basis machen möchte. Erstmal so, ne? Damit wir auch hier respawnen, wenn wir denn hier auch pennen können. Nicht, dass wir hier irgendwo respawnen. Am Spawn und dann weiß ich nicht mehr, wo das war. Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Das muss ja erstmal eigentlich reichen, oder? Wenn wir das erstmal hier so 5 mal 5 und so machen. So, jetzt kommt noch der schlimmste Teil. Das können Sie hier wegruppen. Ich meine, das hat doch auch was, wenn wir so eine kleine Basis reinbauen. Und soll ich die Decke eigentlich nochmal einen höher bauen? Ich frage mich das gerade. So blöd, ich höre hier Viecher. Oh, Mann, ey, erschreck mich doch nicht so. Ey, erschreck mich doch nicht so, Minecraft. Ja, ich finde das ehrlich gesagt jetzt ein bisschen blöd, weil wir können wahrscheinlich nicht pennen. Wer sich jetzt fragt, pennen in der Höhle bringt doch eh nichts. Naja, aber den Spawnpoint würde ich ja schon gerne hier setzen, wie gesagt. Oh, Mann, wie viel muss ich jetzt noch? Habe ich nicht noch eine Steinspitzhacke? Nee. Nur aus dem Grund, weil jetzt nutzen wir das ganze Eisen ab. Ist ja auch unklug. Meine Güte. Ja, ein Creeper haben wir schon mal erledigt. Ich freue mich so. Ach, guck mal, wie geil. Noch mehr Eisen. Grab ich natürlich noch raus. Keine Sorge. Können wir gleich schon wieder fressen. Können wir gleich schon wieder fressen. So, Höhlenerkunden gehört ja auch nun auch mal mit dazu. Ist ja nun mal so. Mann, ich höre hier. Sag mal, ich kill gleich das Skelett, das geht mir auf den Keks. Ich muss hier pennen. 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 Ich probiere das mal ganz kurz aus. Geht das irgendwie, wenn ich jetzt sage, hier, betten? Kannst du nachts schlafen? Wie spät ist denn das? Keine Ahnung, ne? Vielleicht ist ja auch schon wieder Tag geworden oder vielleicht ist noch gar nicht mal Nacht, ich weiß es nicht. So. Guck mal, wie durcheinander ich das hier auch abklopfe. Oh ne, bitte nicht, ich will schlafen gleich. Na komm, ich gehe da gleich raus. Mann, das war mal wieder klar.
Das war mal wieder klar. Da willst du hier eine Basis aufbauen und da drin deinen Spawn setzen mit Hilfe eines Bettes. Und dann sind hier wieder Viecher in der Nähe. Ich dreh nochmal ab. Ich dreh nochmal ab. Meine Güte, wahrscheinlich können wir nicht pennen. Ich probier's nochmal aus. Doch, es geht, es geht, es geht. Ja. So, Spawn Point ist gesetzt. Das ist schon mal gut. Das baue ich hier noch weiter aus. Können wir auch eine Kiste vielleicht reinbauen oder sowas? Skelette, jetzt hört mal auf mit euren Geräuschen. Das nervt extrem. Mich zumindest. So. Mache ich hier für Geräusche? Ach, hier muss ich auch noch weg. Muss mal die Fackeln setzen. Ich habe echt keine Lust, dass hier auch noch was drin spawnt. Wäre echt ein bisschen ungeil. Bisschen ist gut. Das wäre ungeil. So. Ist auch unglaublich, was für eine Scheiße man immer sabbelt, wenn man Let's Plays aufnimmt. Zumindest ich. Finde ich so. Ja, weißt du, ich freue mich aber gerade, dass Minecraft noch so läuft wie vorher, hier mit Windows 8.1. Läuft ich hier gerade rum? Ja, komm, keine Sorge, ich geh gleich raus und kill die. Und erkunde die Höhle. Ey, jetzt kommt Minecraft-Mucke. Hä? Hab ich das jetzt aufgenommen? Ja. Jetzt kommt hier wieder Minecraft-Mucke, genau. Alter, wenn du sie mal haben möchtest, die Minecraft-Mucke, kommt sie nicht. Und wenn das gerade irgendwie sogar unpassend und störend ist, dann kommt die. Ja, naja, so war das schon immer bei Minecraft-Mucke. Wo ist denn die Werkbank? Ich craft eine neue, weißt du. Ach nee, Errungenschaft erzielt. Ja, ich habe noch nie eine Werkbank in Minecraft gecraftet. Deswegen habe ich auch die ganzen Items alle. Genau. So, soll ich jetzt nochmal eine Kiste craften? Ich meine, ich will das ganze Holz eigentlich nicht verbrauchen. Komm, eine Kiste und einen Ofen crafte ich mal eben. Ich zögere das mit der Höhle nicht raus. Ich zögere das nicht raus, keine Sorge. Ich möchte hier, wie gesagt, einfach nur mal eine kleine Kiste haben, so ein kleines Lager einfach. Und einen Ofen würde ich auch gern drin haben. Können wir hier nochmal ein bisschen Eisen trennen? Zum Beispiel 12 Eisen. Eine Kohle rein. Und hier in die Kiste Flint rein, Kies rein, Schwarzpulver rein. Ja, hier viele Pflastersteine. Braucht kein Mensch. Und dann würde ich gleich nochmal eine zweite Spitzhacke craften. Was war das denn schon wieder? Schau mal die Geräusche hier im Haus. Da kriegst du ja, da kriegst du Angst bei. So, so viele Schwerter wirklich? Soll ich wirklich so viele Schwerter mitnehmen? Mach ich jetzt einfach auch. Kompass, soll ich den Kompass nicht mal hier lassen? Oder nicht? Ich nehme den mit. Drei Eisen, wir können schon mal eine weitere Spitzhacke craften, bin ich froh drüber. Und wir sind fast Level 30, fast Level 30. Das höchste Level, was ich überhaupt mal in Minecraft geschafft habe, war glaube ich 31 oder so. So, jetzt Spitzhacke habe ich mir auch zuerst das erste Mal gecraftet, deswegen habe ich auch schon zwei. Genau, mal. Ah, seht ihr schon wieder, Kobbel rum. Ich warte nochmal, bis das hier fertig gebrannt ist. Bis das fertig gebrannt ist. Fertig gebrannt ist. Ja, ich weiß, den Witz habe ich ja schon mal gebracht und der war nicht lustig. Der war nicht lustig. Puh, komm, beeil dich mal bitte. Sind hier Viecher? Ich bin mal gespannt, sag mal, die müssten mich doch eigentlich hier auch hören, oder? Ist mir auch egal, ich gehe da gleich hin. Ach. Mensch. So, weißt du was? Die Hälfte von der Kohle lasse ich auch mal in der Kiste liegen. Einfach mal rumgammeln lassen. Ist immer besser als gar nichts. Wir werden bestimmt noch genug Kohle finden, denke ich mal. Und wir sind gleich Level 30. Passt mal gut auf gleich. Passt mal gleich gut auf. Oh Mensch, ey, die Viecher regen einen auf, auch wenn man die nur hört. Die regen einen auf. Die regen einen auf. Nein, ich raste jetzt nicht wieder aus. So. Komm, bitte schneller jetzt mal. Sonst drehe ich echt wieder ab. Weißt du, jetzt ist hier noch die Hälfte von der Kohle kann noch zum Brennen benutzt werden. Und jetzt habe ich nichts mehr, was ich in den Ofen reinschmeißen kann. Jo, Level 30. Geil. So, komm, aber mehr nehme ich. Komm, mehr. Den Rest lasse ich drin. Nochmal was fressen. Aber ich mache jetzt gleich erstmal eine Aufnahme. Sind wir es vergiftet? Nee. Ich mache jetzt gleich erstmal eine Aufnahmepause, würde ich mal sagen. Ach nee, scheiße. Skelett, komm ran. Komm ran. Jawohl. Scheiße. Ich hasse die Skelette. Seite 1. Ah, noch eins. Ach, scheiße, 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 scheiße.
Spinne kommt zu zuerst. Ah, scheiße, fuck. Fuck, 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 fuck. Jetzt hau ab, du Scheißwich. Ich hasse das, dass man die nicht mehr richtig. Die sind so schnell immer. Mann, jetzt. Kann ich nochmal was fressen oder was? Muss mich so erschrecken, du Fledermaus. Ich fresse jetzt ein Spinnenauge, ist mir doch jetzt egal. Scheiße. Scheiße, ich bin vergiftet. Oh man. Oh man, vor allem, wir kommen hier überhaupt nicht voran, ey. Diese scheiß verkackten Viecher. Und er geht. Oh nein, da ist auch ein Enderman. Ich geh jetzt mal eben hier lang. Ah nee, hier geht's. Wo gehen wir jetzt erst? Ich lasse euch mal entscheiden. Ich werde jetzt hier erstmal einen Cut machen. Soll ich euch entscheiden lassen? Ich wollte ja eigentlich morgen spätestens wieder aufnehmen. Ach Mann, ey. Du hast mir auch noch gerade gefehlt. Schon wieder, du. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Und noch ein Skelett. Scheiße. Ja, mach Bumm. Oh, eine Schallplatte, geil. Jetzt geht auch tot. Eine Schallplatte, geil! Das Skelett hat den Creeper getötet und ich habe eine Schallplatte jetzt. Wir haben eine Schallplatte jetzt bekommen, wie geil! So, jetzt kann ich wieder was fressen. Ich dreh ab. Ich möchte das Eisen mitnehmen. Aber ich möchte nicht, dass da jetzt wieder ein Creeper angeschlichen kommt. Das können die ja immer. Lol. Waren die hier schon grad? Ja, anscheinend schon. Ach, hier ist. Ah, ja. Ich leuchte hier mal kurz. Oh, noch einer. Das gibt's doch nicht. Ja, mach mal Bumm, bitte. Die Fackel solltest. Oh, noch einer. Alter, was ist denn das? Meine Fresse. Noch einer. Alter. Komm, mach Bumm. Dann halt nicht. Ah! Aua! So, gut, hier ist jetzt, hier ist Endstation. Meine Güte. Diese ganzen Creeper, ey. Ich hoffe, dass wir noch mal auf so einer riesen Schlucht, treffen. Das wäre endgeil, wäre das. Weil in so einer billigen Höhle hier rumzulaufen, ist ja auch blöd. Oder was sagt ihr dazu? Ich würde ehrlich gesagt wirklich gerne auf eine Schlucht treffen. Ist das eine Spinne? Nee, das war eine Fledermaus. Mensch, ey. Aber ihr habt ja schon gesehen, wie ich mich immer bei den Monstern erschrecke und die Skelette und Creeper, das sind meine wie heißt das jetzt? Ernstfeinde? Erzfeinde. Und die Spinnen, naja, die gehen noch gerade so und die Zombies, na gut, die sind jetzt eigentlich nicht so schlimm. Die Zombies sind wirklich, wenn hier Zombies aufenweise kommen würden, das würde mich überhaupt nicht stören. Dann würde ich auch wahrscheinlich so durchrushen ist scheiße. Würde ich nicht, aber ich würde dann wahrscheinlich mich nicht so richtig erschrecken. Ich hab doch einen Bogen dabei, ich Idiot. Warum benutze ich den eigentlich nicht? Sag, wie viel muss ich denn jetzt noch fressen? So, wie wär's, wenn ich mal... Hier sollte jetzt ja eigentlich nichts mehr kommen. Eigentlich. Da oben muss unser Lager... von da kann noch was kommen. Ich möchte aber jetzt... Ich höre da schon wieder was. Ich möchte das Eisen abbauen. Und was habt ihr so heute gemacht? Ja, in der Höhle. Gesungen. Wieso wächst da hohes Gras? Auf dem Erdblock vor allem. Hä? Ich meine, hallo? Und da kommen die ganze Kohle, soll ich die jetzt wirklich komplett mitnehmen? Oh, die Schallplatte, wie geil ist denn das? Da komm, ich mal jetzt hier mal einen Cut, weil... Ich muss morgen mal wieder was aufnehmen. Ich bin jetzt gerade erstmal so ein bisschen... Ich möchte das jetzt erstmal durch. Oder komm, das Eisen kann ich ja nochmal... Nee, weißt du was? Ich geh jetzt mal eben hier oben lang. Enderman? Ja, der kann mir gar nichts. Oh nein, bitte, ich will ihn jetzt aber nicht. Ach, verfickte Spinne! Hau ab! Mann, ey. Den Enderman, den kriege ich immer nicht. Nein, ich hab dich nicht angeguckt. Ja, den Enderman kriege ich meistens nie. Ich kill den schon noch, keine Sorge. Ich möchte das Eisen jetzt mal mitnehmen hier. Ich bin gerade so ein bisschen eisensüchtig. Oh Mann, jetzt hör mal auf mit den Geräuschen. Kriege ich immer Paare. Und Fledermaus, hau mal ab hier. Da erschrecke ich mich dann auch immer. Ich hoffe, wir werden nicht sterben. Ich hoffe, wir werden nicht sterben. Du Klaus... Ah, da ist ein Creeper Hunter, ich sehe es doch.
Ich hab's doch. Ich sehe es doch. Ich sehe es doch. Ach Mann. Oh. Ja, explodier, explodier. Ja, toll, ich dachte, der Enderman kriegt dadurch vielleicht auch Schaden. Das Lava irgendwo? Lol. Welcher Höhe sind wir? Wir sind Höhe, wir sind Höhe. 47? Okay. 47, lol. Mensch, du Scheißdieb. Du Scheißdieb. Scheiße. Oh, Glück gehabt. Keine Enderperle, was? Das erste Mal, dass ich einen Enderman vernünftig kille und kann keine Enderperle. Naja. Egal. Links oder rechts? Ja, ich beende hier mal die Aufnahme und sag dann mal, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder oder in der nächsten Aufnahme, keine Ahnung. Und nein, ich mache das nicht aus Angst, aber da sage ich jetzt auch ein allerletztes Mal, dass ich nicht aus Angst die Aufnahme beende, sondern weil ich auch noch ein bisschen was vorhab. Das ist echt so jetzt, ohne Scheiß. Ich muss noch skypen und sowas und ich muss noch, ja, Videos hochladen vor allem. Und ja, es geht dann auch schon bald weiter und wir werden dann direkt hier, oder soll ich jetzt weitermachen? Ist aber ein bisschen blöd wegen der Zeit. Nee, ich mache jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Entweder geht es jetzt für euch direkt sofort weiter oder in der nächsten Folge sehen wir dann ja. Und dann würde ich mal sagen, danke, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und nein, ich bin kein Angsthase. Es kommt nur so rüber, ist wirklich so. Und dann sage ich mal, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao.